Die Europameisterschaft hat begonnen und die Grillsaison natürlich auch. Und unser Grillexperte ist heute Timo Smolka. Herzlich willkommen. Grüß dich, hi. Timo, du hast jetzt eine ganze Auswahl hier an Grills mitgebracht. Was sehen wir jetzt mal hier im Schnelldurchlauf? Also so einen kleinen Querschnitt von angefangen Holzkohle, Kugelgrill über einen Holzkohle. Den man eigentlich von zu Hause kennt. Genau, wo man eigentlich von zu Hause kennt. Dann haben wir so einen speziellen, das ist so ein Monolith, das ist ein Keramikei, wo ich mit relativ wenig Heizmittel, also Kohle oder Briketts, extrem lange Temperaturen erzielen kann. Ja. Dann haben wir hier einen Gasgrill, der mittleren Preis. Die Einbauküche in klein? Genau, eigentlich die Einbauküche in klein. Wobei ich sagen muss, die Einbauküche in klein gibt es auch in groß. Da haben wir da hinten noch einen stehen. Was wir noch haben hier, einen Pelletgrill haben wir auch noch rumstehen. Also da wird man gleich dazu ein bisschen was erklären. Jetzt haben wir im Beitrag gehört, die meisten grillen noch mit Holzkohle. Ist das noch der Trend oder ist der Trend ein anderer? Also ich finde, dass der Trend sich gerade ein bisschen wandelt, weil einfach das Gasgrillen schneller geht. Wenn man abends mal kurz nach Hause kommt, so von der Arbeit, das Ding kurz anwerfen, Viertelstunde, 20 Minuten kann man grillen. Das habe ich jetzt beim Holzkohlegrill beispielsweise als Vorlaufzeit, bis ich meine Holzkohle anzünde, bis ich das Ding umfülle und. Und ist sauber eigentlich, also eher der Trend zum Gasgrillen, definitiv. Du hast gerade gesagt, jetzt wenn ich schnell nach Hause komme und ich habe eine kleine Familie, brauche ich ja nicht gleich einen Riesengrill, sondern was würdest du empfehlen, wenn ich sage, ich möchte abends mal ein paar Steaks, ein paar Würstchen grillen, Holzkohle, Gasgrill in klein? Kommt immer darauf an, was man grillen möchte, aber für zwei Leute zu Hause reicht eigentlich so ein kleiner Zweibrenner, Einbrenner, völlig egal. Man muss halt gucken, dass die Qualität stimmt, dass ich ordentlich auf Temperatur komme, dass das Grillen auch Spaß macht. Qualität. Wie erkenne ich jetzt, wenn ich keine Ahnung habe, was ist ein guter Grill, was ist ein schlechter Grill? Ist teuer zwangsläufig gut bei Grills? Ich würde sagen, man sollte, ja. Je teurer der Grill, eigentlich je besser sind die Materialien, wo verarbeitet werden. Man hat natürlich Geräte, die sind so groß für 350, 400 Euro. Wenn ich jetzt einen Deckel öffne, der verzieht sich, der wird windisch. Also hier kann man beispielsweise jetzt mal gut zeigen, wenn ich mit einem Finger nur an einer Seite den Deckel öffne, er bleibt schön gerade. Ja, dann habe ich innen drin bei dem Gerät jetzt beispielsweise auch gut verarbeitete Materialien, ganz dicke Flavorizer. Das sind die Brennerabdeckungen. Da sollte man auch darauf achten, dass die wirklich massiv stabil sind. Und natürlich innen drin auch die Brenner, dass die nicht aus dem Blech sind, nur gedreht zu einem Brenner, sondern richtig massive Rohre. Man kann es hier mal kurz so ein bisschen zeigen. Also ich könnte den ganzen Grill an dem Brenner hochlupfen. Also schon, sollte man schon drauf achten. Und eben auch die Langlebigkeit. Ja, was ganz wichtig ist, ein Grill, wo 200, 300 Euro kostet, in dieser Größe hält ja keine 10 Jahre. Hier haben wir jetzt so ein Limited Lifetime Warranty drauf, die ersten 7 Jahre schmerzfrei und. Also sollte man schon drauf achten. Und das, wie gesagt, wo viele immer drauf achten, die wackeln. Ja. Ist absolut kein Qualitätsmerkmal. Das hat was ein bisschen mit der Technik zu tun. Materialien, wo verarbeitet sind. Ja. Wie gesagt, also wichtig, Deckel klopfen, hört sich nach einem dicken Blech an oder nach einem dicken Edelstahl oder eben. Naja. Was ist jetzt der Unterschied von einem Smoker zu einem Holzkohlegrill? Smoker ist eigentlich so, dass man dann niedrige Temperaturen fährt und das Fleisch lange Zeit drin liegen lässt. Ja, ich habe eben auch bei vielen Smoker, die klassischen, was man kennt, so Lokomotiven, Holz drin. Das Holz raucht, also ich kriege einen ganz anderen Geschmack hin ins Fleisch, wo eher dann auch so für große Stücke geeignet ist, so Spare Ribs, was man kennt, oder gerade das Pulled Pork, was so umgeht. Lange, niedrige Temperaturen fahren. Ja? Geht mit dem Gasgrill auch, kann ich auch mit so Räucherchips ein bisschen arbeiten, geht genauso, kriege ich auch so mein Flair, so das Holzkohlegeschmack, wo viele eben denken, den Holzkohlegeschmack hin. Aber bei so, wie wir hier haben, so ein Pelletgrill beispielsweise, da habe ich jetzt hier meinen Pellettank. Das sind so kleine, ich zeige es gerade mal kurz. Ja? Wird praktisch eingefüllt ganz einfach und dann hält es stundenlang. Genau, das sind so Pellets, wie wir viele kennen. Von der Heizung, okay. Ja, aber bitte nicht die von der Hausheizung nehmen, das sind spezielle, absolut Natur. Die fülle ich ein, stelle dann meine Temperatur hier ein, das ganze Ding braucht Strom. Hat so einen Rauchintervall dabei, lege ich mein Fleisch rein, kann ich Rasen wehen, kann ich tun und lassen oder Fußball gucken, passend jetzt zur WM. Ja. Europameisterschaft noch, aber Europameisterschaft, wie gesagt, kann ich da reinpacken, stelle meine Temperatur ein, das Ding macht alles von alleine. Macht den Rauchintervall, alles. Jetzt habe ich ja heute Grillen. Früher hatte ich Steaks und Würstchen. Heute habe ich Pizza, ich habe Braten, ich habe Tofu, ich habe Gemüse. Worauf muss ich da achten? Ist ein Gasgrill oder ein Holzkohlegrill gleich geeignet für eine Pizza? Oder gibt es da Unterschiede? Man kann eigentlich alles auf jedem Grill machen. Ja. Man muss nur wissen, wie. Ja? Also bei dem Holzkohlegrill beispielsweise
wenn ich ihn gerade mal so öffnen kann. Ja. Da haben wir jetzt beispielsweise gerade den Flying Fish drauf. Ja. Da kann ich jetzt den Fisch drauf machen. Der Fisch wird über den Bauch ausgenommen. Dann stelle also ich kenne das da nur drauf. So mit der Fischzange. Da klebt aber meistens immer alles hin. Wenn man die aufmacht, klebt es meistens hin. Deswegen, ein Fisch wird eigentlich so gemacht, schneide den Bauch auf, nehme ihn aus. Und die Kuhle nutze ich. Dann kann ich hier Weißwein reinfüllen oder ein bisschen Zitronensaft, Kräuter rein. 180 bis 200 Grad, links und rechts, ja. Fisch in die Mitte, warten, bis ich die Flosse, Rückenflosse rausziehen kann und dann eben ist er fertig. Genauso geht es mit dem Pizzastein. Ich packe den Pizzastein in die Mitte, ja. Fülle meine Kohle links und rechts außen rum, schön im Kreis, dass ich so ein bisschen eine Zirkulation hinkriege. Pizzastein gut aufheizen, bisschen Mehl drunter, Pizza drauf. Kann ich jetzt dann bei Pizza auch oder bei anderen Sachen die ganz normale Holzkohle verwenden oder sollte ich eher andere Brennstoffe verwenden? Ja, das ist eine gute Frage. Da machen auch viele Fehler. Also es gibt sogenannte Briketts, die nimmt man eigentlich zum lange Grillen. Mhm. Ja, da kriege ich nicht die maximale Temperatur hin, ja. sondern einfach eine gleichmäßigere, langere oder eine gleichmäßig lange Temperatur. Ja. Holzkohle brennt eigentlich kurz hoch und ist eigentlich so nach einer Stunde fast schon wieder aus. Also für solche Sachen, kurz eine Pizza machen, würde ich eher sagen Holzkohle. Ja. Ja, und wenn ich dann sage, okay, ich will mal einen Spare Ribs machen oder gerade so Long Jobs, so längere Arbeiten, was man drauf hat, dann nimmt man dann die Briketts. Jetzt habe ich ja nicht immer einen Garten, wo ich sagen kann, ich kann Holzkohle nehmen, einen Smoker nehmen, sondern viele haben ja auch nur einen Balkon und leben in Miete. Was ist da überhaupt erlaubt? Das Problem kommt immer mehr. Da sollte man seine Hausordnung lesen oder mit dem Vermieter sich zusammensetzen, mal bei einem Gläschen Rotwein und darüber diskutieren. Da muss man wirklich gut lesen, weil vielen steht drin, man darf nur Elektrogrills verwenden oder sie dürfen nur das, das, das. Also gut vorinformieren, nicht, dass man erst kaufen geht und dann sieht, oh, ich darf ja nur, meistens uncool. Also wie gesagt, Hausordnung oder wie gesagt, lesen, lesen, gucken. Dann ist ja noch immer, hört man, Aluschalen. Soll man sie verwenden, dass der Grill schön sauber bleibt, nicht viel putzen muss oder soll ich sie lieber lassen? Meine Meinung, und wo auch bestätigt wurde jetzt mit Toxikologen, lassen. Weil man arbeitet grundsätzlich immer irgendwo ein bisschen mit Säure. Fisch beispielsweise in Aluschale legen und Zitronensaft oder so, drüber ist Säure dabei. Ja. Das heißt, die Aluminiumgeschichte geht in den, über das Essen in den Körper über. Ja. Ich habe sogenannte toxische Belastung, schweres Wort, wo der Körper irgendwann mal nicht verträgt. Ich müsste jetzt jeden Tag grillen und so viel zu mir nehmen, dass es schädlich wird. Aber ich sage einfach, nein, lass die Aluschalen bitte weg. Gibt auch ein schöneres Branding und es brennt nicht so viel an. Genau, gibt ein schöneres Branding, weil hier, wie gesagt, mit dem Gussrost die Oberfläche schön, mit dem Alu eher weniger. Dann geht es nach Grillzubehör. Welches ist das Zubehör, was du sagst, wenn ihr einen neuen Grill kauft, das würde ich euch dazu empfehlen? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja, ein Grill muss immer gereinigt werden. Auch da gibt es verschiedene Meinungen. Ich sage immer, wenn der Grill noch Rest... Das Ausbrennen. Genau, die Pyrolyse, das Ausbrennen, wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Wenn der Grill schon Hitze hat, lass den einfach noch ein bisschen nachlaufen, solange er esst. Ja, weil dann reinigt er sich ein bisschen selber. Alles, was nicht reingehört, verbrennt, verkrustet. Okay. Dann kann ich mit so Bürsten das Ganze abbürsten. Ja. Das fällt dann nach unten weg. Und dann Gussroste bitte. Jeder, wo einen Gussrost hat, sollte den ein bisschen ölig halten. Weil Guss hat viel Eisenanteil drin. Da gibt es eben dann auch so den Flugrost. Der eine oder andere kennt das, der hat schon verrostet in daheim. Nehmt ein bisschen Öl her oder ein bisschen so Trennsprühwachs oder sowas gibt es auch. Wie gesagt, ölt das Ding ein bisschen ein. Beim nächsten Mal anfeuern ist das eh wieder alles verflogen. Aber ihr habt eine Imprägnierschicht oben drauf und das Ding ist gut. Lieber Timo, vielen Dank für die ganzen Informationen. Sehr gerne. Ich habe jetzt so richtig Hunger bekommen auf ein schönes Steak, liebe Zuschauer. Das grillen wir nachher auch noch. Hast du was dabei? Ich habe einen T-Bone dabei, das machen wir uns jetzt. Boah, da freue ich mich tierisch drauf. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann zeigen wir Ihnen, warum nicht nur bei Steaks XXL der neue Trend ist, sondern auch bei Fliesen. Also, bleiben Sie dran. Bis gleich.